Herzlich willkommen zur nächsten Fallout-Folge. Und ja, hier haben wir auch gehört am Eingang. Mal gucken, ob wir mit dem netten jungen Mann hier eine Runde plaudern können. Willkommen in Junktown. Was kann ich für dich tun? Nichts, danke. Was machst du hier? Was ist das für ein Ort? Wo kann ich Vorräte bekommen? Fragen erstmal, was das hier für eine Klabauter-Ecke hier ist. Wonach sieht's denn aus? Ich bin eine Wache und ich lasse Fremde wie dich nicht einfach. Oh, Fremde wie dich nicht aus den Augen. Und dieser Ort heißt über... Ey, hallo? Und dieser Ort heißt übrigens Junktown. Hey, lach nicht. Zufällig gefällt mir dieser Name. Wir treiben viel Handel. Manchmal handeln wir sogar mit diesen arroganten Dreckskerlen von Hub. Hey, bist du nicht doch vom Hub, oder? Was? Vom Hub? Aber klar doch. Ich? Nein, ich komme nicht vom Hub. Nein, wir sind ehrlich. Okay. Ist nicht unsere Sache, Fragen zu stellen. Einen schönen Tag noch. Mach kein Ärger. Die sind auch nicht gerade, weltfreundlich, weltoffenfreundlich. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Können wir denn hier einfach durchgehen? Okay. So, wie groß ist denn das hier? Aha, aha. So süß hier alles, ne? Alles so klein und übersichtlich. Finde ich toll. Also ist trotzdem viel zu entdecken. So. Kann ich dir helfen, Fremder? Was gibt es hier so zu tun? Kannst du mir sagen, was in Junktown so abgeht? Wer bist du? Ich bin der Chef der Wachen hier in Junktown. Lars heiße ich. Wer bist du denn eigentlich, Fremder? Zijop. Ja, genau. Damit machen wir uns Freunde. Ich bin Roland. Womit kann ich dir helfen? Kannst du mir das Wichtigste erzählen? Ich suche nur Beschäftigung. Viel, solange du auf unserer Seite bleibst. Es gibt Killian Darkwaters Laden, wo du handeln kannst. Boah, ich kann das immer voll schlecht lesen. Deswegen verhaspel ich mich auch hier ständig. Es ist irgendwie so, es ist nicht zu klein, aber durch dieses grelle Grüne so, weiß ich auch nicht, komme ich irgendwie nicht so gut zurecht. Es gibt blablabla. Dann ist da noch Gizmos Casino, wenn du ein Spieler bist. Wenn du nur einen Drink willst, kannst du rüber zum Skunk Pit gehen. Rühr dich, was? Rühr dich aber nicht auf? Ach, führ dich aber nicht. Rühr dich aber nicht auf. Ich dachte, er will damit sagen, so von wegen, schieß dich nicht ab, weißt du, und bist dann besoffen und machst, Randale oder so. Ich fühle mich gerne auf, ja, genau. Bis dann. Ich bin auch voll der Rabauke bis jetzt. So. Und Leute, in real kriege ich gerade so Hunger. Am liebsten würde ich mich jetzt einfach sofort pennen legen, damit dann ganz schnell morgens ist und ich mir ein Sandwich machen kann, Alter. So fetzen. Aber ich muss jetzt endlich mal stark bleiben, weil ich gebe jeden Tag nach und sage, na, heute esse ich mal, heute, heute, heute. Und ab morgen nicht, ne? Und so gehen die Kilos ja nun mal nicht runter. Deswegen denken wir uns hier halt einfach mit dem Zocken ein bisschen ab, ne? So, wie geht's? Ganz gut und dir? Kuga, geht's immer? Kuga. Er ist nicht wirklich Kuga. Hey, ich muss wissen... Du sollst es mit Flash hier reden. Der kann diese Flash. Oh, ich kann nicht richtig lachen, weil meine Lippen immer noch so trocken sind und so aufgeplatzt. Ist auch toll. Ich wollte auch eigentlich die ganze Zeit immer Blistex drauf machen. Pass gut auf, wenn du beim Doktor bist. Da muss ich auch keine Schönheitsoperation an deinem Gesicht vornehmen, wenn du mich verstehst. Hallo? Mein Face soll so geil bleiben, wie es jetzt ist, ne? Weil die Ladies stehen drauf. Der ist wahrscheinlich noch, obwohl der war ja vorher in Vault und da waren ja auch Mädels. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der ja noch Jungfrau oder so. Der war ja noch nie draußen unterwegs und so. Aber es hat ja gar nichts zu bedeuten. Ich bin Doc Morbid. Wie kann ich behilflich sein? Ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche medizinische Versorgung. Bin ich eigentlich angeschlagen? 43, ist das das Höchste, was wir momentan haben? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wenn nicht heute, dann vielleicht in nächster Zukunft. Hoffentlich nicht. Wiedersehen. Ist das so gruselig? Schauen wir mal erst. Okay, aber ich bezweifle es. Oh, wir können echt tatsächlich dem nur Klatsche geben. Wir haben zwei Möglichkeiten und das ist beides ja, nicht so nett. Wir nehmen das Erste. Okay, der scheint wohl irgendwie merkwürdig drauf zu sein. Ich vermute mal, man bekommt hier nur einen Begleiter, ne? Kann man hier noch weiter? Nein. Okay, hier ist Ende.
Wo ist denn hier die Tür? Hier oder was? Weiß nicht, wie gut die Idee ist, da einfach reinzugehen, aber... Hi! Okay, der nimmt's sportlich. Ich will ja einfach so in seinen Bruder reinkommen und jetzt einmal alles durchstöbern. Okay, nichts zu holen. Kann ich dir helfen? Wer bist du? Ich bin Andrew. Mein Job ist es, das Gefängnis. Ah, ich habe mich schon gewundert, was das hier... Ach, hier steht ja auch ganz... Da kann man es lesen. Jail. Was machst du? Was sind das denn für Antwortmöglichkeiten? Ich frage den, wer er ist, ne? Und dann sagt er gleichzeitig so, mein Job ist das Gefängnis zu bewahren. Dann kann ich ihn fragen, was machst du? Als wäre ich so ein Vollidiot. Und würde nicht beim ersten Mal kapieren, so... oder ich sage, nein, danke. Hä? So, ich glaube, das ist nicht so gewollt, ne? Ich glaube, komm, wir machen mal eine. Bewache das Gefängnis, du Ochse. Achte darauf, dass keine Bösewichte rein und... Oh, Bösewichte. Du Schlingel, du. Warum solltest du jemanden davon abhalten, ins Gefängnis zu gehen? Das ist eine gute Frage. Jemand könnte etwas zurücklassen, was ein Gefangener zur Flucht benutzen könnte. Oder es könnte jemand eingesperrt werden, der dann warten muss, bis wir den Schlüssel bringen. Ganz ehrlich, wenn jemand da reingeht und so blöd ist und sich selber aus Versehen da einsperrt, dann hat er es auch nicht anders verdient, als dass er dann einfach mal so ein paar Tage darin schmort und warten muss, bis einer mit dem Schlüssel kommt und ihn wieder rausholt. Einen schönen Tag noch und halte dich von Schwierigkeiten fern. Ja, natürlich. Ich bin ein Musterbeispiel für einen guten Bürger. Wo habe ich das Teil bloß hingelegt? Ich weiß nicht. Hier geht's. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, dann können wir hier nur noch einmal rein. Da müsste ja dann halt der Oberboss sein. Wahrscheinlich der da links, ne? Hier der. Oh, das könnte ein Händler sein. Lass erstmal zum Händler rüber. Ich mag meinen Boss. Alles klar. Doch kein Händler. Ich dachte, weil er so hinter der Theke steht, wäre das keine normale Wache. Ah, gut. Das ist auch eine Wache? Wo ist denn der Boss hier? Ich mag meinen Boss. Was sagt der andere? Nimm dich vor Gizmo und seinen Kumpanen. Ach, Kumpanen? Können wir hier was klauen? Der Container scheint verschlossen zu sein. Schade. Habe ich jetzt was verpasst? Was waren denn jetzt für Gestalten, die da links standen, hier oben? Lass doch mal hinlaufen. Schönes Wetter, ja, genau. Wo ist denn Gizmo? Und dieser Darkwater-Dingensbums. Wo sind die denn, die Bosse hier? Hallo, lauf doch mal bitte. Wo ist mein Zeiger? Hallo? Ich sehe... Ah, da ist er wieder. Oh, okay. Warum läuft der nicht? Hallo? Warum kann ich nicht... Ich muss jetzt erst hier hinklicken, damit ich da... Alles klar. Manchmal ist das... Ist die Steuerung echt merkwürdig. Immer noch merkwürdig. So, hier war doch nur der, ne? Der ist auch einfach nur so irgend so ein Bürger. Habe ich jetzt irgendwo nicht aufgepasst? Da oben kommen wir nicht weiter. Ich will immer mit Mausrad... Will ich immer rauszoomen. Und hier stehen nur Wachen drin. Lass mal dem Typen hier nochmal anquatschen. Ich suche nach ein bisschen Arbeit. Wenn du nichts gegen ein bisschen Gemauschel hast, dann kann ich jemanden brauchen, der was über die Skulls herausfindet und beweist, dass die in illegale Tätigkeiten hier verwickelt sind. Oder sprich mit Killian, er hat vielleicht Arbeit für dich. Okay, danke.
Nee, das ist Kalnoa oder Kalnar, die Wache. Nämlich vor Gizmo und seinen Kumpanen. Wer ist jetzt Killian? War das der Doktor? Jetzt ist das schon so klein hier. Nee, Doc Morbid hieß der. Ja. Ich weiß leider nicht, wo der sein soll. Der hieß Andrew. Das war einfach auch nur so ein, irgend so ein Typ. Das war auch nur eine Wache. Und die anderen sind ja auch. Den habe ich zwar jetzt, glaube ich, nicht angeklickt. Doch, den hatte ich wohl angeklickt. Jetzt sollst du mit Killian reden, aber ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Okay. Dann haken wir Junktown jetzt erstmal ab. Und speichern. Nochmal auf Raiders. Das wollten wir jetzt eigentlich ja als nächstes. Oh, wir sollten einmal Inventar. So, jetzt können wir rausgehen. Hallo? Kriegen wir eigentlich auch Punkte, wenn wir halt die ganze Zeit hin und her rennen? Ach, bei den Raiders waren wir doch schon, die Spacko. Genau, wir waren bei den Raiders. Dann sind wir jetzt hier Junktown. Da bleibt nur noch Necropolis. Da sollten wir aber vielleicht auch nicht hin, oder? Ach komm, wir gucken mal. Wir haben ja gerade gespeichert. Das ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob man in dem Teil auch mit denen reden kann. Oder ob die direkt so auf Aggro sind und einfach nur... Werden wir jetzt merken. Ja. So viel dazu. Mal gucken. Oh! Alter! Dezent viele. Dezent. Okay, mal gucken, was die so an Schaden machen. Wenn es zu krass ist, gucken wir, dass wir abhauen. Bam! Der bräuchte... Okay, ich dachte, er braucht nur noch einen Schuss. Ach nein, Mann, Fähigkeitspunkte. Wir müssen unbedingt die Fähigkeitspunkte verteilen. Vielleicht kriegen wir dadurch auch wieder ein AP mehr. Dann können wir in jede Runde zweimal schießen. Ich bin so ein Vollidiot. Und ich hätte jetzt eigentlich mal ein Stück weglaufen sollen. Das wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. So, einmal schießen. Dann laufen wir ein Stückchen zur Seite. So. Damit die nicht zumindest alle dann gleich, alle drei mir direkt eingehen. Ja. Boah, das läuft ja aber gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Hä, wieso hat der den denn jetzt angeschaut? Hat der den anvisiert? Egal. Ich dachte, die kommen schneller zu einem und, machen einen Fresh. Geil.
Also jetzt bin ich mal gespannt, ob man bei denen was looten kann. Bei den Ratten und so war ja gar nichts, ne? Ich möchte gerne aus dem Kampf raus. Gar nicht möglich. Ja, schade, schade, schade. Ach, schade, schade. Okay, die lassen anscheinend auch nichts droppen. Du siehst Schrott. Ja, ich frage mich halt, ob wir hier, was ist das hier? Was hat er da jetzt gemacht? Kann man da runter? Nee, kann man dieser... Ah, ist das geil! Ich habe nur ein bisschen Angst, dass uns die Munition gleich ausgeht. Wir speichern noch mal eben. Dass uns die Munition gleich ausgeht. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass wir hier tolle Sachen finden, ne? Ah, ich fühle mich jetzt so gerade so ein bisschen... Und ich muss gleich meine Muni wieder aufladen. Okay, das sind echt krass viele große Viecher. Shit, ich glaube, ich gehe wieder raus. Das soll jetzt hier nicht so eine, so eine Pussy-Aktion werden, aber ganz ehrlich, da sind so viele... Ich müsste gleich erstmal gucken, wie viel. Okay, er macht das wieder. Ich müsste erstmal gucken, wie viel Munition wir noch haben. Wie gesagt, wir haben noch diese Fähigkeitspunkte. Was haben wir denn jetzt? Okay, ein paar Minuten haben wir noch für die Folge. Dann würde ich nämlich nach der Folge dann endlich mal gucken, wie wir die verteilen. Guck mal, wir sind kurz vor Level Up. Ja, warte, dann... Nehmen wir den hier noch mit. Hallo, ich möchte hier wieder raus. Level up. Entschuldigung für die leichte. Was haben wir denn dazu? Wir können. Ach du Scheiße, jetzt kommen wir uns irgendein Bonus an auch auswählen. Da kann ich mich doch immer. Ich kann mich nicht entscheiden. Du weißt jetzt schon. Okay, heller Kopf. Mit diesem Bonus erhältst du pro Level. Okay, die Folge wird jetzt nur noch daraus bestehen, dass ich die Sachen vorlese und mich für irgendwas entscheide. Nur für die Leute, die keinen Bock drauf haben, könnt ihr schon mal ausschalten. Heller Kopf, mit diesem Bonus erhältst du pro Level zusätzlich 5% zu deinen gesammelten Erfahrungspunkten. Besonders nützlich, wenn dieser Bonus zu Beginn des Abenteuers erworben wird. Okay, da ist schon mal Daumen hoch. Intuition, mit diesem Bonus ist es wahrscheinlicher, dass du Details an Personen erkennst. Du erhältst damit bei der Untersuchung von Personen genauere Informationen. Mehr Nahkampfverletzungen. Deine Erfahrung in unbewaffnetem Kampf zahlt sich aus, wenn du deinen Gegner Verletzungen zufügen willst. Pro Level verursachst du im unbewaffneten Kampf und im Nahkampf 2 Verletzungspunkte. Das ist für mich völlig uninteressant. Das ist Nachtsicht. Der Bonus Nachtsicht steigert dein Sehvermögen bei Dunkelheit. Pro Level wird die allgemeine Dunkelheit, interessiert mich auch nicht, Entschuldigung. Redegewandt. Eine redegewandte Person weiß, wie sie ihre Dialogoption verbessern kann, ohne genau zu wissen, worum es eigentlich geht. Bei jedem Level erhältst du einen zusätzlichen Intelligenzpunkt für Dialogzwecke. Schnellere Heilung. Pro Level erhältst du einen extra Punkt für deine Heilung. So können deine Wunden schneller heilen. Schnellere Reaktion. Mit diesem Bonus ist es wahrscheinlicher, dass du deinen Gegnern im Kampf zuvorkommst.
Da deine Reaktionsfähigkeit pro Level um 2 Punkte zunimmt, starker Rücken. Du kannst Lasten wie ein Maultier schleppen und zwar pro Level 50 Pfund mehr an Ausrüstung. Taschenkünstler. Du hast gelernt, deine Ausrüstung besser zu verstauen. Mit jedem Level brauchst du einen Aktionspunkt weniger, um im Kampf auf das Inventar zugreifen zu können. Okay, nur Inventar finde ich jetzt auch nicht interessant. Generell ein AP mehr hätte ich genommen. Gut, tatsächlich fällt mir die Entscheidung nicht schwer. Ich nehme zusätzlich 5%, ist zwar nicht viel, aber das finde ich jetzt so tatsächlich auch am Anfang am sinnvollsten. Hammer. Diese Statistik gibt dein Ansehen wieder. Je höher die Zahl, desto bekannter und angesehener bist du. Hat dein Ansehen einen negativen Wert, wirst du wegen deiner schrecklichen Taten... Ach, wir haben ja tatsächlich so einen Ruf, ne? Opfer. Statistik haben wir auch. Ja, ich frage mich, wie viele wir erreichen können, ne? Wie viele Bonusse wir noch freischalten können. Nun gut. Fähigkeitspunkte, jetzt haben wir natürlich schon 42. Ja. Damit machen wir jetzt erstmal ein Päuschen. Ein Bonus bedeutet zusätzliche Fähigkeiten. Bei jedem dritten Erfahrungslevel kannst du einen Bonus wählen. Aha. Also Level 6 können wir dann den nächsten nehmen. Ich weiß nicht, ob es hier ein Level Cap gibt. Auf der anderen Seite, auch wenn es keins gibt, kann man ja sowieso nicht unendlich leveln, da das Spiel ja irgendwann vorbei ist, nach spätestens 150 Tagen. Ne? Du musst ja dein Wasserschiff abgeben. Oder Steuerschiff, wie auch immer. Okay. Das ist, glaube ich, jetzt hier ein ganz guter Punkt. Wir machen Cut und ich gucke mir jetzt hier in Ruhe nochmal die Sachen an und dann verteilen wir die in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.